Yeah, so weit geht das. Du bist eigentlich heute der schwerste überhaupt hier auf der Bühne gewesen. Männer 5, jetzt von den Siegern. Ja. Okay. Richtig. von den Siegern, ja. Genau. Und Kampf eben gerade oben auf der Bühne in deiner Klasse war natürlich brutal. Klar, du hast das Ding erstmal für dich entschieden. Was denkst du, woran hat es gelegen, dass es jetzt für den Gesamtsieg nicht gereicht hat? Also der Jamal hat eine super Form, man sieht es auch hier, der hat eine schöne Linie. Und wenn ich ihn so betrachte, glaube ich, war doch ein Tick härter als ich. Und deswegen ist er, hat er verdient den Gesamtsieg geholt. Denn wie viel der Start war das jetzt dieses Jahr? Insgesamt war das jetzt mein 4. Start. Bist du, hattest du den Titel schon mal gewonnen? Nee. Also noch gar nicht? Noch gar nicht. Ich war 2016 das letzte Mal auf der Bühne. Da bin ich auch zum ersten Mal bei der Männer 5 gestartet. Weil davor war ich bei der Männer 4. Da habe ich den Vize-Deutschen geholt. Und dann musste ich seit 2016 die ganzen Jahre immer mit Verletzungen kämpfen. Einmal war meine Schulter kaputt, da war eine OP und letztes Jahr waren 4 Tage vom Wettkampf mein Bizeps gerissen. Und ich hatte immer mit Rückschlägen zu kämpfen, aber ja, was ich nicht umbringt, macht dich noch stärker. Ich bin zurückgekommen und ich wollte den Titel heute unbedingt holen. Einfach nur für mich selber. Das Ding hat auf jeden Fall richtig gerockt. Wie geht's weiter bei dir? Was hast du für Pläne? Sehen wir dich in Zukunft auf dem deutschen Boden oder doch eher international? Also ganz genaue Pläne sind jetzt noch nicht geschmiedet worden, aber wir haben schon mit dem Alex ein bisschen besprochen was. Es wird auf jeden Fall eher international gehen jetzt. Also ich für mich sehe auch jetzt keinen Zweck mehr auf dem deutschen Boden noch was zu holen. Ich bin deutscher Meister geworden, der schwächsten Gewichtsklasse und jetzt heißt es international rocken. Ja. Das ist meine Ansage. Also, liebe Athleten da draußen auf dem internationalen großen Teich, haltet euch gut fest, der Mann ist unterwegs. Wir wünschen dir natürlich für deinen weiteren Weg viel, viel Erfolg, viel Spaß auch weiterhin. Und wir werden dich auf jeden Fall begleiten. Super, für heute, genießt die Zeit in Bochum. Genießt die Zeit mit deinen Liebsten, die dich hier gleich empfangen werden. Und wir holen uns jetzt nochmal den Jamal. Bis gleich. Danke. Das hab ich dir gesagt. Was gibt's?